Ne, du wirst ein Eichhörnchen. Oh, der Stab geht nur im Nahkampf und hat nicht geklappt. Ha, vergiftet. Na gut, Heiltrank. Heiltrank. Da ist noch einer, es werden langsam ein bisschen viele. Monster. Da so hin, dann laufen wir kurz weg. Du schießt. Na gut, auf den. Und du... Hast, da haben sie schon alle magische Geschosse auf den. Ah ne, du solltest ja eigentlich die Monster herbeirufen. Ah. Lauf mal kurz weg. Zu Düner hier, damit sie dich heilen kann. Schnell. Jahira, große Heilung auf ihn. Du Heiltrank. So, greif den an. Greif den an. Du heilst ihn. Du machst magisches Geschoss auf den. Nee, du machst immer noch Monster beschwören dahin. Ihr beiden geht schon mal auf den da. Ah, oh, da oben sind noch zwei. Immun, lauf mal weg. So, schieß auf den da. Ihr drei geht auch auf den da. Jahira, Blitzstrahl auf den da. Die haben hoffentlich nicht so viele Lebenspunkte. Was sollte Düner hier machen? Düner hat da Monster beschwört. Warum beschwörst du nicht auch da noch Monster? Du trinkst einen Trank, du legst Hand an. So, du, du und du. Geht immer noch auf den. Gut, die sind abgelenkt. Du mag. Erstmal gehst du von dem Nahkämpfer weg. Du magische Geschosse auf den. Und du bist immer noch am Zaubern. Aber wurdest unterbrochen. Hm? Na gut, nochmal Blitz. Auf den. Du nochmal einen Trank. Du auch noch einen Trank. Und alle drei auf den. Und ihr neue Monster, weil die Hobgoblins gleich alle tot sind. Dahin. So. Komm, stirb. Jetzt auf den. Da müsste es gleich ein Blitz kommen. Minsk, halt mal Abstand. Und du heil Minsk. Ja, sieht machbar aus. Gut, 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 gut. Jetzt lassen wir es einfach noch laufen. Ja. Übel, übel. Wie viele Leute sich so in unserem kleinen Haus verstecken können? Ja, geht mal alle da hin und immer wenn du guckst mal, ob die irgendwas dabei haben, was wir gebrauchen können. Wie zum Beispiel die Verteidigungstränke. Nee, gar nicht, das sind Stärketränke. Also nicht Stärke, die erhöhen ETB 0 und erhöhen den Schaden. Sind auf jeden Fall sehr praktisch. Die verteilen wir gleich unter unseren Kriegern. Und was haben die Bogenschützen? Die hatten die beißenden Pfeile, ne? Ne, die haben sie wohl schon alle verschossen. Ja, schade. Na gut. Ihr vier dahin. Und ihr fünf dahin. So. Ein Heiltrank. Wir brauchen wieder mehr Heiltränke. Die gehen irgendwie weg wie warme Semmel da. So. Feuerpfeil. Haben wir auch noch ein paar. So. Jetzt speichern wir nochmal ab. LP 101. Na gut, es ist zwar nicht sehr rollenspielgerecht, aber ich werde mich jetzt ausruhen. Denn es macht nicht viel Sinn, da mitten reinzulaufen. Denn wenn hier draußen schon so viele Wachen sind, wird das drinnen noch schwieriger werden. So, also du heil mal hoch. Du heil, du heil. Wie schaut's mit Tränken aus? Du hast genug Tränke. Du auch, du nicht. Du brauchst Heiltränke und entweder Verteidigung oder Schaden. Das sieht aber nicht gut aus. Nö. Dann kriegst du ein paar von Gerogon. So. Du heilst nochmal, wenn du noch was hast. Ja, heil dich selbst. Du heil nix.
Zaubersprüche waren okay, oder? Ja, die brauchen wir nicht. Wir brauchen magische Geschosse. Der Rest ist okay. Der Rest auch. Ja. Und 5 haben wir die Todeswolke. Jahira. Ja. Da gibt es nicht wirklich viel Auswahl. Wir könnten eine Heilung tauschen gegen den Schutzzauber. Hält aber nur 6 Runden. Nö. Jetzt schlafen wir einfach mal. So. Dann stellen wir uns alle dahin. Oh, der ist immer noch ein bisschen angeschlagen. Dann eine kleine Heilung noch für dich und noch eine kleine Heilung für Minsk. Und noch eine kleine Heilung für dich. Weil die kleinen Heilungen setze ich im Kampf eh nicht ganz so häufig ein, weil die dauern auch ein bisschen und bringen nicht ganz so viel. Achso, aufmachen können wir schon, reingehen noch nicht. So, alle Mann versuchen da sich hochzuquetschen. Genau, nehmt die Frau einfach mit, die steht im Weg. So, du machst deine Spiegelbilder. Du machst Furcht. Bann, warum machst du das nur einmal? Na gut, Furcht bannen. Ja. Trank, Trank, Trank. Und eine Hast. So, das müsste reichen. 1, 2, 3. Ich glaube, da hinten habe ich noch was gesehen. Ah, Gerogon und Konsorten. Wir dachten uns schon, dass ihr heute eintrefft. Hervorragende Zeitplanung. Ja, wahrscheinlich werden wir heute eintreffen. Wenn ihr uns gerade erst draußen überfallen habt, den Dolch geklaut und dann hierher gelaufen seid, dann werden wir nicht wochenlang warten. Gebt uns den Dolch. Wir werden ihn euch so oder so entreißen. Narren, selbst wenn ihr mich schlagen und das innere Refugium finden solltet. Was für ein inneres Refugium. Danke für den Tipp. Kämt ihr doch zu spät. Der Gott kommt und Kummer und Leid wird über jene kommen, die sich weigern, ihm zu huldigen. Ihr solltet froh sein, dass ich bereit bin, euch hier zu töten. Unser Gott würde euch nicht so schnell sterben lassen. Ja, na gut. Das ist nur Geschwafel von einem Fanatiker. Die Krieger bilden eine Reihe. Du schmeißt keinen Feuerball? Wir haben noch geschlafen. Ah, ich hatte getauscht gegen Magiebrechen und weil wir genug Stäbe haben. Na gut, dann halt ein Feuerballstab dahin. Und Unsichtbares entdecken, weil hier bestimmt irgendwo wieder Diebe sind, die so viel Schaden machen beim ersten Mal. Und du schießt auf ihn. So, Feuerball ist da. Krieger können jetzt drauf. Und zwar auf den Magier. Ah, und da ist der erste Dieb. Da ist der zweite. Okay, den schnell mal umhauen, sonst geht er auf unsere Fernkämpfer. Und du machst magische Geschosse auf ihn. Du machst deinen Flammenstrahlstab auf den. Und du schießt einfach auf ihn. Ah, mit den Säurepfeilen, die machen mehr Schaden. So. Müssten die hoffentlich schnell sterben. Oh, Minsk, nicht gut. Du, heil dich. Furcht? Ja, warum hat sie Furcht und... Habe ich das gerade gezaubert? Ja, stimmt, hatte ich ja schon. Verwirrt. So, magische Geschosse wieder auf ihn. Ihr prügelt weiter auf den ein, habe ich gesagt. Und du wirfst auf den. Ja, wo ist Immun? Du bist da in der Ecke. Du sollst auf den schießen. So, jetzt alle auf den. Minsk, nimm mal Abstand. So, mit auf den. Gerogon. Du läufst mal dahin. Kriegst ein Gift entgiften von Düner hier und eine große Heilung von Jahira. Und legst dir nochmal selber die Hand an. So. Was ist mit euch? Ihr geht auf den Magier. Ja, sollte man eigentlich tun. Du nimmst wieder Abstand. Du schießt auch auf den Magier. Oh, der kriegt zu viel Schaden. Du heilst nochmal ihn. Du trinkst einen Trank. Nicht gut. Du lauf weg.
Du halt auch Abstand. Ihr beiden geht auf den, du schießt auf den. Und du machst magische Geschosse auf den. Und du läufst ziemlich umständlich weg, Georgon. Nee, du sollst Abstand halten. Du heilst ihn. Du hast ein Ziel, okay. Und du magische Geschosse auf den. Da hinten haben wir noch einen Bogenschützen, aber der scheint nicht allzu viel Schaden zu machen. Aber ja, das sieht gut aus. Magische Geschosse. So, ja. Ja, doch. Hätte ich mich nicht vorbereitet, wären wir garantiert gestorben. Und da unten soll jetzt der Meister sein, der Gott, der Dämon, der was auch immer. Das heißt, ich werde jetzt feigerweise wieder rausgehen und nochmal rasten. Aber ich denke, das ist besser, als wenn wir da einfach runterrennen und sterben. Weil der Dämon, der in Dullags Turm war, war ja nur ein Handlanger von dem da unten. Und der Dämon war schon, Quatsch, der Todesritter war schon garstig. Also will ich nicht wissen, wie schwer der wird. Na gut, allesamt raus hier. Und dann wird nochmal das Inventar überprüft. Geheilt. Heil dich. Du hast keine Heilung mehr. Na gut, das können wir ganz schnell ändern. Schlafen. So, du große Heilung, Georgon. Du heilst dich. Nein, nein, Kale soll nicht unser Anführer sein, danke. Das kann ich nicht so wirklich gebrauchen. So, nochmal eine leichte Heilung. Dann haben wir noch Minsk, der geheilt werden muss. Und währenddessen gucken wir ein bisschen ins Inventar. Die Schriftrollen sollte wohl sie haben. Oder kann Immun die auch sprechen? Nee. Du nimmst stattdessen das weg. Das hatte hier draußen ja nicht wirklich funktioniert. Und ich denke nicht, dass wir einen Dämon in ein Eichhörnchen verwandeln können. So. Den Feuerballstab tauschen wir sicherheitshalber mal wieder aus. Oder noch besser, wir nehmen ganz neuen. Ne, können wir gar nicht identifizieren. Ja, ihre Quicksler sind okay. Bei ihr könnte noch was rein. Hm. Oh, Schaden tut's nicht. Das bringt nichts. Nee. So, da war's okay. Du hast keine Heiltränke. Daran können wir aber nichts ändern, denke ich mal. Wir können ihm einen geben. Super. 6 Lebenspunkte. Das wird nicht ganz so viel bringen. Hast du dann noch? Ja, davon habt ihr wenigstens genug. Du hast einen Stärketrank, du hast einen Stärketrank, du hast einen Bow. Du hast deine Quickstarts voll, du könntest noch was genau, die kannst du gebrauchen. Gut, die verwenden wir schon mal auf. Unsere Krieger halten genug aus. Dafür stehen sie auch in meiner ersten Reihe und kriegen fast alles ab. Also die Fernkämpfer oder die Krieger, das muss ich mir noch entscheiden. Und hast du noch was? Schutzformel gegen Untote, Feuer, Blitz und Entsteinern. Oh, und Fürchten. Dämon wird keine Furcht haben. Na gut, haben wir noch Heilung? Ja, heil deinen Mann, heil dich selbst. Nochmal Minsk. Und wir schicken mal kurz Immun zu einer Taverne und gucken, ob der noch was zu verkaufen hat da. Wenn sie denn überhaupt alleine rein kann. Ja, kann sie. Schön, schön. Ja, der Zwerg wird sich auch wundern, hä? Warum laufen sie nicht den Kultisten hinterher? So, du hattest aber Kugeln, die wir nicht wirklich brauchen. Ah, Zaubersprüche. Den nehmen wir mal mit. Und Heiltränke, ja, super. Davon brauchen wir, nein, davon brauchen wir ganz viele. Also so 15 wären schick, aber ich denke mal, dass er so viele haben wird. Obwohl, doch, schaut gut aus. Ah, sie ist überladen. Und hat nichts zum Verkaufen. Ja, na gut, schicken wir gleich jemanden hier vorbei, der tragen hilft. Ah ja, der Krieger wird garantiert gerne die Tränke abnehmen. So, ich glaube, das waren schon 15.
Davon nehmen wir auch noch mal einen mit. Das haben wir hier. Ganz viele Sachen, aber das war... Hat hier noch eine Ladung nur. Ah ne, verbraucht eine Ladung. Und hält nur eine Runde an. Ja, nee. Andere Zaubersprüche. Trank der... Das sind alles Sachen, die wir verkauft haben, ne? Die werden dann nicht ganz so sinnvoll sein. Ja, ne. Schwert von Balduran, wir brauchen sowas. Raus hier. Du geh ihr mal entgegen. Obwohl du auch fast überladen bist. So. Also. Immer und ja, ganz viele Heiltränke. Schön, schön. Du, kommst du daran? Ne. Ihr beiden geht zur Gruppe. Du gibst ihm Tränke. Und du gibst ihm Tränke. Und was hast du noch gekauft? Du hattest noch den Flammenstab für dich. Und den hier kann Giroga noch sprechen, ne? Ja. Gut, müssen wir dran denken. So, besser vorbereiten können wir uns auf die Schnelle nicht. Doch, wir können noch einmal heilen. Und zwar Minsk. Oh, jetzt haben wir auch genug Tränke. So, und jetzt schlafen wir nochmal. Wenn die Heilung durch ist. Jetzt schlafen wir nochmal. Und gehen rein.